Auch Oskar Lafontaine hat beim jüngsten Parteitag von BSW eine Rede gehalten. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Lafontaine ist mittlerweile auch selbst Mitglied des Bündnis Sarah Wagenknecht. Die freundliche Begrüßung. Vielen Dank auch für die Worte. Aber wenn wir schon am Danken sind, möchte ich nochmal im Auftrag von Sarah und Amira allen danken, die diesen Parteitag organisiert haben, der so hervorragend abgelaufen ist. Ich war auf vielen Parteitagen. Der so hervorragend abgelaufen ist, dass wir viel früher fertig geworden sind, als die meisten erwartet haben. Nun hat mir jemand zugeflüstert, jetzt kannst du ganz lange reden. Und die wissen ja auch alle, dass ich lange reden kann, wenn es sein muss. Aber keine Sorge. Ja, hoffen wir es. Die anderen Parteitagsreden waren etwas kurz, was sicherlich bei einem Parteitag so sein muss. Also dem Lüders hätte ich beispielsweise noch länger zuhören können. Da ich einige Bemerkungen im Vorfeld gelesen habe, ich habe wirklich nicht da gesessen und gebettelt, hoffentlich darf ich auch ein paar Worte wechseln, sondern es war so, dass die Frage war, wer redet denn ganz am Schluss? Es hat sich keiner gemeldet. Einer hat dann gesagt, das könnte ja dann der Oskar Lafontaine machen. Da hat meine Frau noch gesagt, ja, das könntest du eigentlich machen. Und wenn die Frau das sagt, der Saarländer steht immer unter Pantoffeln, macht das, was die Frau sagt. Bitte also um Verständnis, dass ich das mache. Und dann noch eine Bemerkung, dann bin ich mitten im Thema. Ich bin mehrfach so etwas hämisch gefragt worden. Ja, jetzt ist das ja schon die dritte Partei, war das jetzt die letzte? Und da habe ich dann etwas Ernsthaftes versucht zu sagen. Ich bin der Meinung, dass Parteien nicht nur Vereine sind, sondern ich bin der Meinung, dass die Parteien Vereine sind, die sich hinter einem bestimmten Programm versammeln. Und ich bin der Meinung, dass es in diesem Programm Grundsätze geben muss. Und wenn diese Grundsätze aufgegeben werden, dann konnte ich nicht mehr in diesem Verein bleiben. Das war der Grund, warum ich so entschieden habe. Und damit bin ich beim Thema, wir sind nämlich jetzt in dieser Situation wieder. Und das ist jetzt nicht nur ein Hobby von uns, wie wir hier sitzen, da könnte man ja Befangenheit unterstellen. Nein, es gab jetzt eine Untersuchung in der Wochenzeitung Die Zeit, die ja kein Verkündigungsorgan des neuen Bündnisses Sarah Wagenknecht ist, soweit ich sie einschätze. Und diese Untersuchung stand dann, es gibt eine echte Lücke im Parteiensystem und diese Lücke wird das Bündnis Sarah Wagenknecht ausfüllen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und diese Lücke macht sich an zwei Punkten fest. Das eine ist, es gibt im Bundestag keine Partei mehr, die konsequent für gute Löhne, für gute Renten, für gute soziale Leistungen eintritt. Das ist doch eine Aufgabe. Da muss es doch eine neue Partei geben, die diese Aufgabe übernimmt. Und erst recht in der heutigen Zeit, wo wir an unsere Kinder und Enkel denken müssen, gibt es keine Partei im Deutschen Bundestag mehr, die konsequent für Frieden und Abrüstung eintritt. Nein, alle sind für Krieg und Militarisierung. Das ist das große Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Wenn Politik einen Sinn hat, dann nur den, dass man das Leben der Menschen verbessern will. Und wenn man die Programmatik einer linken Partei, was die Grundwerte angeht, ansprechen will, dann kann man sie eigentlich auf einen Begriff reduzieren, auf den Begriff der Menschenwürde. Das ist ja auch der erste Satz des Grundgesetzes. Und wer die Menschenwürde achtet, der ist nicht für Löhne, von denen man nicht leben kann. Der ist nicht für Renten, von denen man das Alter nicht so verbringen kann, wie man es verdient hätte. Der ist nicht für schwache soziale Leistungen und der ist nicht für ungerechte Verteilung, weil das alles eine Herabsetzung der Menschenwürde ist. Und erst recht nicht, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe das nie verstanden und habe es jetzt ein paar Mal auch wieder in die Mikrofone gesagt. Wer jetzt nicht angesichts des Mordens und Sterbens auf der Welt für Waffenstillstand ist und für Friedensverhandlungen, den kann ich nicht verstehen. Wer die Menschenwürde achtet, der muss doch für das Ende des Krieges eintreten. Ja, absolut, absolut. Ich meine,
Ich kriege das ja selbst hier auf Twitch mit, wie viele Leute sich hier für ja, Krieg aufhetzen lassen, wie viele Leute sind das Kriege am anderen Ende der Welt, in denen sie selbst höchstwahrscheinlich niemals sterben werden, die sie selbst unbedingt weiter am Laufen halten wollen. Ich kann sowas echt nicht verstehen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt keine Partei im Bundestag, die etwas gegen niedrige Löhne unternimmt. Und das gilt auch für die Ampelparteien, das gilt auch für die. Schreibt gerade einer im Chat, ich habe mich gerade auf der Website als Unterstützer gemeldet. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Die Partei, ich habe auch schon 10 Euro gespendet, ich habe einen Mitgliedsantrag gestellt und mich auch Unterstützer gemeldet. Ich meine, wenn euer Mitgliedsantrag nicht angenommen wurde, könnt ihr ja so lange, wie ihr noch nicht Mitglied seid, auch schon so einen Beitrag zahlen. Also das ist halt, damit die Partei genug Gelder für die Europawahl hat vor allen Dingen. Also darum geht es jetzt erstmal, mit einem guten Ergebnis ins Europaparlament zu kommen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich sage es jetzt noch ein drittes Mal. Wenn die Partei zweistellig wird, dann sitzt Michael Lüders im Europaparlament. Einst mal linken Parteien, die SPD und die Grünen, ich sage einst mal linken Parteien, was ist denn das für ein Mindestlohn? Es nützt mir doch nichts, wenn Sie sagen, ja, wir sind ja jetzt auch für 14 Euro oder mehr. Sie tun aber nichts seit vielen Jahren dafür. Der Mindestlohn ist viel zu niedrig und es ist eine Schande für Deutschland, dass in diesem Wohlstandsland ein solch niedriger Mindestlohn gezahlt wird. Ich hatte es vor einiger Zeit auf meinem Kanal mal ausgerechnet. Bei 40 Arbeitsjahren und, nee, falsch rum. Ja, doch, bei 40 und ich glaube 37,5 Stunden Wochenarbeitszeit waren das. Guckt euch die genauen Daten nochmal an, wenn ich mich jetzt mit den Zahlen etwas vertun sollte. Muss man aktuell rund 40, obwohl mittlerweile sogar schon über 15 Euro verdienen. Über 15 Euro pro Stunde. Über 40 Jahre hinweg. Damit man eine Rente haben kann, die über Grundsicherung liegt. Und der Mindestlohn, worin liegt der gerade? Bei 12,41 Euro. Also wir bräuchten einen rund 3 Euro höheren Mindestlohn. Und deswegen sollte das BSW bei der nächsten Bundestagswahl mindestens einen Mindestlohn von 16 Euro fordern. Also das ist das absolute Minimum, was man da fordern sollte. Alles, was niedriger liegt, das geht überhaupt nicht. Also hier hat Lafontaine einen guten Punkt. Da muss man auch mal ein bisschen radikaler sein als die Regierung. Und wie gesagt, 16 Euro, man kann auch 18 Euro fordern. Also ein bisschen populistischer, ein bisschen mehr aus der Opposition kommt. Kann man auch ruhig mal ein bisschen höher fordern. Denn ja, wenn man die Forderung immer nur so vorsichtig macht, dass sie nur knapp über der Regierung sind, das hat man bei der Linkspartei gesehen, dann setzt man sich am Ende auch nicht durch. Und natürlich ist das ein konkreter Punkt. Es wird so oft darüber geredet, ja, was ist denn eigentlich das Programm der Linken? Dann sage ich, der Mindestlohn würde das Leben von 6 Millionen Menschen verbessern, wenn er eben ordentlich angehoben würde. Ist ja schon einiges gesagt worden. Nach der Europäischen Union müssten es 14 Euro sein, besser jetzt 15 Euro. Das ist doch eine Aufgabe, wenn man 6 Millionen Menschen das Leben verbessern kann. Und zwar nicht denen, denen es gut geht, sondern denen, die eben jeden Tag zählen müssen und nicht wissen, wie sie am Monatsende ihre Rechnung bezahlen. Das müsste doch längst gelöst sein. Letztes Jahr, und das haben viele nicht mitbekommen, hat die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Also die SPD hat eine Erhöhung verhindert. Da haben die Medien nicht drüber berichtet. Natürlich nicht. Ich meine, die Leute könnten ja noch kritische Fragen stellen. Und ja, das hätte man skandalisieren müssen. Ist gut, dass Lafontaine das Thema anspricht, aber da muss vom BSW auch mehr Öffentlichkeitsarbeit kommen, damit der Regierung so etwas nicht durchgehen lassen wird. Und dann haben wir die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, ich wiederhole nur einmal die Zahl, die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die seit Jahren damit konfrontiert sind, dass niedrigere Renten bei uns gezahlt werden als beispielsweise in Österreich. Und dafür gibt es keinen einzigen Grund. Es wäre möglich, alle Renten um mehrere hundert Euro im Schnitt anzuheben. Warum tun wir das nicht? Wir stehlen unseren Rentnerinnen und Rentnern pro Jahr viele Milliarden. Rechnet mal nach. Das ist der Sachverhalt, gegen den wir uns zur Wehr setzen müssen. Warum tun wir das nicht? Weil die Versicherungsindustrie mit Riester und Co. so ein wunderbares Geschäft macht. Jeder vierte Euro bei diesem, ja, Betrug an unseren
geht an die Versicherungsindustrie. Das ist die Situation in diesem Land. Gerhard Schröder hat die Renten absichtlich gesenkt, absichtlich die gesetzliche Rente auf das erbärmliche Niveau gesenkt, das wir heute sehen. Und sie wäre wohl noch weiter gesunken ohne die Haltelinie, die da jetzt eingebaut wurde. Also dadurch wird das Elend mehr oder weniger verwaltet und der Bundeszuschuss steigt immer weiter an. Aber eine ja, wirkliche Verbesserung ist das ja nicht. Es sorgt nur dafür, dass es nicht noch elendiger wird, als es geworden wäre. Und den wir ändern müssen. Und dann hatten wir mal einen auskömmlichen Sozialstaat. Manchmal wird verächtlich gesagt, die wollen zurück in die 80er Jahre. Verächtlich wird das gesagt, so als sei das irgendwie vorwerfbar, wenn man Dinge, die gut gelaufen sind, jetzt wiederherstellen möchte. Ja, wir wollen einen großen Teil der Deutschland war in den 80ern ein sozialistischer Musterstaat, wissen viele Leute nicht. Kürzungen wieder zurücknehmen. Wir sind der Meinung, es muss beispielsweise für Arbeitslose auch eine ordentliche Arbeitslosenversicherung geben. Wo sind wir denn, wenn die Arbeit eben so schlecht bezahlt wird und nachher der Arbeitslose so wenig hat, wenn er eben länger als ein Jahr arbeitslos ist? Und dann sind wir tatsächlich für niedrigere Energiepreise. Und das würde alle betreffen. Das würde auch die Wirtschaft betreffen. Und deshalb jetzt eben mal ein Hinweis für diejenigen, die immer wieder sagen, ja, wo ist denn eigentlich euer Programm? Was würde denn das eigentlich heißen, wenn wir wirklich eben den Mindestlohn für 6 Millionen deutlich verbessern, wenn wir für 20 Millionen die Renten deutlich verbessern, wenn wir beispielsweise eben eine gerechtere Verteilung herstellen und wenn wir niedrige Energiepreise erzielen würden, indem wir direkt wieder die Energie aus Russland einführen würden, dann würden wir Deutschland verändern. Allein diese 4 Punkte würden doch das Leben der Menschen verändern. Mein Gott, was soll die ewige Diskussion, was denn eigentlich so geschehen ist? Das Programm hat sich mit mehr oder weniger selbst geschrieben. Also die derzeitige Situation, die ist so katastrophal und die Maßnahmen, die liegen aus sozialdemokratischer Sicht so klar auf der Hand, dass wir groß über ein Programm diskutieren müssen, maximal noch über Detailfragen. Aber die Grundsätze, höhere Löhne, höhere Renten und eine friedenssichernde Außenpolitik, die deutschen Interessen dient, diese Punkte sollten eigentlich Konsens sein. Und nun komme ich zu einem wichtigen Punkt. Man versucht uns ja immer wieder Rechtsoffenheit anzudichten. Es ist wirklich auch ein Ausweis von geistiger Unbedarftheit, dass die veröffentlichte Meinung uns Rechtsoffenheit andichten will. Kann man denn nicht nachdenken? Ist das Eintreten für höhere Löhne links und das Eintreten für niedrige Löhne rechts oder ist das umgekehrt? Ist das Eintreten für höhere Renten, ist das links und das Eintreten für niedrige Renten, ist das rechts oder ist das umgekehrt? Und dasselbe gilt für niedrige oder höhere soziale Leistungen. Und dasselbe gilt eben für höhere Steuern, etwa für Besserverdienende und eben Vermögende oder niedrige Steuern für die. Und wenn man also so gruppiert, dann sind alle im Bundestag vertretenen Parteien mit einer Relation eben für die ehemalige Linke, sind alle anderen, einschließlich der AfD, sind rechte Parteien, die in der Wirtschaft und Sozialpolitik rechte Positionen vertreten. Und diese rechten Positionen werden von der Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten auch noch geteilt. Wer hat unser gesetzliches Rentensystem so dermaßen demoliert, wie es gerade ist? Das waren SPD und Grüne. Das war nicht die FDP. Das war nicht die FDP, die die Riester-Rente eingeführt hat. Agenda 2010 durchgesetzt hat. Das waren SPD und Grüne. Und Lafontaine ist aus dieser Koalition ja abgehauen, weil er das nicht mitmachen wollte. Ja, und jetzt steht hier mit dem zweiten Anlauf an diesen elendigen Zuständen, die vor allem von SPD und Grünen herbeigeführt wurden und jetzt nochmal durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland enorm verschlimmert wurden, um dagegen vorzugehen. Wir können nur hoffen, dass das BSW erfolgreich Deshalb ist ja heute so schwer, überhaupt über links und rechts zu diskutieren. Die wissen ja gar nicht mehr, was das ist. Die meinen ja wirklich, wenn man eben beispielsweise eben für flexible Arbeitsmärkte eintritt und wenn man eben für flexible Renten und was weiß ich alles eintritt, das sei alles dann links. Und diejenigen, die eben sagen, ja, wir wollen doch einen auskömmlichen Sozialstaat, die wollen zurück in die 80er Jahre. Nein, manches ist auch wirklich zu bewahren. Zu bewahren ist die Menschenwürde. Und die verlangt, dass alle so gestellt werden, die etwas leisten, dass sie ein auskömmliches Leben haben.
Natürlich macht uns Sorge, wie viel Zustimmung die AfD hat. Und natürlich gibt es in der AfD Rechtsextreme und es gibt auch Nazis, die da rumlaufen. Und die gibt es überall. Also jetzt der AfD da, also diese ganze Hetzkampagne der Altpapiermedien und der Altparteien, die sollte man auf keinen Fall mitmachen. Also es gibt, mag da solche geben, aber von mir aus, die gibt es überall, die verstecken ihre Gesinnung auch hauptsächlich. Also jemand, der offen sagt, ich will das, was Adolf damals gemacht hat, also der wäre auch bei der AfD sofort draußen. Dennoch plädiere ich dafür, dass wir auch uns mit der AfD in der Sache auseinandersetzen, weil ich nur dann den Erfolg sehe bei den Menschen, die eben wir ansprechen wollen. Und wir müssen der Sache sagen, die AfD hat in der Wirtschaft und Sozialpolitik Positionen, die wir niemals akzeptieren können. Das ist die Grundaussage, die wir treffen müssen. Sagt, endlich versteht's mal wer. Das ist der zentrale Punkt, mit dem wir gegen die AfD agitieren müssen. Wir dürfen nicht sagen, oh, die sind rechts, böse, Nazi. Also das machen die Menschen, Konzernmedien, Altpapiermedien. Nennt sie, wie ihr wollt. Dieses korrupte Altparteiensystem, das argumentiert schon so gegen die AfD. Und das hat da nicht mal sonderlich gute Argumente. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass solche Leute wie Beatrix von Storch, dass das absolut radikale Neoliberale oder sogar Libertäre sind, die den Staat ja komplett verschlanken wollen, die den Sozialstaat am besten zerschlagen wollen, die den Mindestlohn senken oder sogar abschaffen wollen. Also darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass dort ja Mitglieder der Mont-Pelerin-Gesellschaft beispielsweise der Hayek-Gesellschaft rumlaufen. Alice Weidel, Beatrix von Storch, ihr kennt die Namen. Die waren bei der Hayek-Gesellschaft. Was haben die da gemacht? Sich bestimmt nicht für höhere Löhne und höhere Renten eingesetzt, sondern eher Gegenteil. Und dann müssen wir auf die Peinlichkeit hinweisen, dass diese Position der AfD in der Wirtschafts- und Sozialpolitik von allen Ampelparteien mehr oder weniger geteilt werden und auch von der CDU. Und letzteres ist doch gar kein Wunder, denn die AfD ist teilweise von CDU-Politikern aufgebaut worden. Das muss man doch mal wieder in Erinnerung rufen. Manche haben das scheinbar vergessen. Und diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, sind die Kernthemen, die die Menschen im Alltag bewegen. Und wenn im Alltag diese Fragen unzureichend beantwortet werden, dann haben wir auch keine demokratische Gesellschaft mehr. Ich will dies nur einmal in Erinnerung rufen. Schon die alten Griechen, die Polis, die Stadtdemokratie aufgebaut hatten, sie wussten, eine Gesellschaft ist nur dann demokratisch, wenn sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt wieder. Guckt euch die Demonstrationen an. Die Interessen der Mehrheit, der Bevölkerung, setzen sich nicht mehr durch in unserer Gesellschaft. Und deshalb steht unsere Demokratie auf dem Prüfstand. Ich wiederhole, eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit nicht durchsetzen, ist nicht demokratisch. 100, ja. Also das sieht man auch empirisch sehr gut. Die Bundesregierung hat ja mittlerweile selbst zugegeben, dass die Interessen der unteren Hälfte der Bevölkerung fast keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen haben. Dass die Interessen der unteren 90% auch sehr wenig Einfluss haben. Die Interessen der oberen 10%, die werden dagegen besonders stark berücksichtigt. Das lässt sich empirisch ziemlich gut nachweisen. Das war im Armuts- und Reichtumsbericht der Großen Koalition, die von 2013 bis 2017 regierte damals drin. Das Ergebnis hat keinen interessiert. Man hat sogar zwischendurch versucht, das aus dem Armuts- und Reichtumsbericht rauszunehmen, aber die Studie wurde erstellt. Es ist empirisch nachgewiesen. Wir wissen es, dass die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land nichts zu sagen hat. Ich weiß, dass das jetzt vielen, die uns zuhören, Schwierigkeiten bereiten wird, diese simplen Wahrheiten zu akzeptieren. Aber jeder kann das überprüfen. Jeder kann überprüfen, wer sich für Löhne, für Renten und so weiter stark macht. Und jeder kann überprüfen, ob die Einkommen, Vermögen immer weiter auseinanderdriften. Im Übrigen, wenn sich Vermögen, auch das ist eine Position, die wir vertreten,
Wenn sich Vermögen zu sehr konzentrieren, das wusste man früher, wusste man zumindest auch die Väter des Grundgesetzes, guckt mal in die Bayerische Verfassung beispielsweise, wo etwas zur Erbschaftssteuer steht. Wenn sich Vermögen zu stark konzentrieren, wird Demokratie unmöglich, weil zu sehr Politik gekauft werden kann. Auch das ist eine Wahrheit, die man sagen muss und die man immer wieder ansprechen muss. Ja, die Väter des Grundgesetzes wussten das, weil man das in der Weimarer Republik sehr gut gesehen hat. Da hat ein großer Zeitungsmogul, Alfred Hugenberg, größte Teile des Zeitungsmarktes kontrolliert und dort eben rechtskonservative Propaganda für seine DNVP bzw. andere rechte Parteien verbreitet. Deswegen war denen das damals noch ziemlich klar. Heute ist es den Politikschaffenden wahrscheinlich auch noch klar, aber heute ist es ihnen egal, weil die großen Zeitungskonzerne Propaganda in ihrem Sinne verbreiten. Ich meine, das sehen wir ja selbst hier auf Twitch. Kritische Streamer, die mal einmal ein Wort gegen die herrschende Meinung sagen, die können sofort gesperrt werden. Also es ist nicht mehr lustig, was auf dieser Plattform ist. Das habt ihr ja auch gesehen, dass einige Streamer, die mal ein bisschen Kritik geäußert haben, dass die gleich weggemeldet wurden, dass die sofort gesperrt wurden. Also wir sind, glaube ich, noch klein genug, dass wir unter dem Radar fliegen. Also sobald man etwas größer wird, bekommt man Probleme. Das sieht man auch auf YouTube. Also sieht man ja überall. Da brauchen wir jetzt gar nicht die Zeitungen, die ja sehr sehr stark oligopolhaft organisiert sind, nehmen. Also da können wir auch so Plattformen, wo eigentlich jeder streamen kann, nehmen. Sobald man eine bestimmte Größe erreicht und zu kritisch wird, ja, jetzt kommt der Digital Services Act, der wird das Ganze noch weiter verschlimmern. Also dass zu dieser privaten Zensur, die durch Amazon, durch Alphabet betrieben wird, dass da jetzt noch staatliche Zensur dazukommen soll. Also das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung und gegen die müssen wir uns einsetzen. Und ein Schritt wäre halt, die Vermögen der Reichsten zu begrenzen, damit die mit ihrem Geld nicht mehr so viel politischen Einfluss nehmen können. Und für ausländische Konzerne, wie gesagt, Amazon, Alphabet, für die muss es strenge Regelungen geben, was sie sperren dürfen und was nicht. Und das sollte am besten ganz verboten werden, dass die irgendwas sperren. Also außer vielleicht ist es illegal. Aber alles, was sich an deutsches Recht hält, sollte auch hier verbreitet werden, um ein Beispiel zu nennen. Also die Digitalkonzerne muss man natürlich in vielen Bereichen auch noch regulieren. Man muss die Steuern eintreiben vor allem. Dafür sorgen, dass die endlich Steuern zahlen auf ihre Einkommen. So viel zur Wirtschaft und Sozialpolitik. Natürlich wäre unendlich viel mehr noch zu sagen. Aber wie gesagt, ich fülle ja nur die Lücke aus, die entsteht dadurch, dass Sie da auszählen. Zweiter Punkt. Ja, kulturell seien wir konservativ, lese ich ab und zu. Übrigens ist konservativ sein wirklich nicht schlechtes. Es gibt gar keinen Mensch, der nicht in irgendeiner Form konservativ ist. Konservare heißt bewahren. Wer möchte nicht ein besseres Leben bewahren? Wer möchte nicht die Umwelt bewahren? Das muss ja ein großer Tor sein. Und wer möchte nicht den Frieden bewahren? Aber wer möchte nicht auch... Die Konstruktivisten, die wollen alles dekonstruieren. Also die sehen alles, was wir... Also das ist eine ganz krude Ideologie. Die sehen alles, was wir... bezeichnen als gesellschaftliche Konstrukte an, die es zu dekonstruieren gilt. Also alles, was wir in unserer Realität sehen, das sind gesellschaftliche Konstrukte und die muss man einfach nur dekonstruieren und dann was Besseres konstruieren. Wie gesagt, total krude Ideologie, ist auch Teil des Wokismus, absolut gefährlich, absolut irre, aber ja, solche Leute würden sich wahrscheinlich als nicht konservativ bezeichnen und wirklich in keiner Beziehung. Auch manches bewahren, was jetzt scheinbar links genannt wird. Ich möchte zum Beispiel unsere Sprache bewahren, weil ich der Auffassung bin, dass eine linke Partei die Sprache des Volkes sprechen muss. Ich bin stolz darauf, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben heute hier sind. Stellt euch doch mal vor, ich sehe unseren Freund Klaus Ernst hier sitzen, er hätte sich auf die Belegschaft zusammengestellt und hätte gesagt, liebe KollegInnen, die hätten alle gedacht, der sei nicht mehr ganz normal im Kopf oder so. Und deshalb sage ich an alle diejenigen, die glauben, dass diese Gendersprache, dass das irgendetwas mit links zu tun hat, ihr habt sie nicht mehr alle. Links ist nur die Sprache der Bevölkerung, aber nichts anderes. Und dann die sogenannte Cancel Culture.
als wenn es wirklich nicht zu hinterfragen wäre, dass man Leute ausgrenzt, weil sie eine andere Meinung haben. Wenn ich das hier sage, das gilt auch für Meinungen, die der meinigen konträr entgegenstehen, um das mal in aller Klarheit zu sagen. Auch Meinungen, die mich empören, muss ich im demokratischen Dialog ertragen. Ich bin der Meinung, dass das, was sich immer mehr ausbreitet in unserer Gesellschaft, Cancel Culture, die Ausgrenzung von denen, die eben eine andere Meinung vertreten, Kontaktschuld, wenn ich irgendeinem die Hand gebe und neben dem stehe, ich werde fotografiert, das ist ein Rechter, dann kommt das in die Zeitung und schon werde ich irgendwie also einen Pranger gestellt. Was ist das denn für eine Gesellschaft? Demokratie braucht den freien Dialog und sie braucht auch eben die Diskussion mit Andersdenkenden. Die Cancel Culture ist präfaschistoid. Definitiv, das ist faschistisches Denken. Also wir haben Freunde, die haben das Recht auf Meinungsfreiheit, wir haben Feinde, die müssen gecancelt, die müssen ausgeschlossen werden. Ja, und was folgt aus dem Cancel, das eben nicht mehr kann, indem man sie beispielsweise bei den Plattformen sperrt, weil die sich eigene Plattformen schaffen. Ja, da muss man die Leute ins Gefängnis sperren. Das folgt aus der Cancel Culture. Das ist, ja, totalitär ist immer so ein schwieriges Wort. Nennt es extremistisch, nennt es faschistoid, nennt es wie ihr wollt. Das ist auf jeden Fall grundsätzlich antidemokratisch so ein Denken, wie es gerade immer mehr um sich greift. Die Sprache ist das Wichtigste. Es wäre darüber viel zu sagen, aber ich wollte es zumindest mal andeuten. Und nun haben wir heute wirklich, und da bin ich froh darüber, einen Tag, der ja wirklich zu Beginn schon in Erinnerung gerufen worden ist. Wir erinnern uns an den Tag, an dem Auschwitz befreit wurde. Befreit wurde von der Roten Armee. Und dieser Tag ist eine Verpflichtung natürlich für alle, die in Deutschland Politik machen, weil dieser Tag natürlich uns verpflichtet angesichts des industriellen Tötens von 6 Millionen Juden, alles zu tun, dass das niemals wieder passiert und immer auch für die Juden einzutreten, dass sie bei uns leben können, wie jeder andere, dass es keinen Antisemitismus gibt und natürlich auch für den Staat Israel einzutreten über das Lebensrecht der Jüdinnen und Juden. Das möchte ich hier noch einmal sagen. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass dieser Massenmord uns nicht nur, dieser Holocaust, uns nicht nur verpflichtet, eben für Israel einzutreten, sondern nach meiner Überzeugung auch für das Lebensrecht der Palästinenserinnen und Palästinenser. Universalismus. Also die Folge aus der deutschen Geschichte kann nur sein, nie wieder Krieg. Und deshalb genügt unsere Bundesregierung dem moralischen Imperativ, der aus der Ermordung von 6 Millionen Juden folgt. Nicht, weil diese Ermordung von 6 Millionen Juden nicht zuletzt zur Vertreibung der Palästinenser geführt hat, zur Gründung des Staates Israel. Und deshalb sind wir auch eben diesen Menschen verpflichtet. Im Übrigen, ich habe vorhin von der Menschenwürde gesprochen. Wenn ich mir manches so anhöre, was zum Gaza-Konflikt gesagt wird, kann ich nur sagen, es ist doch gleichgültig, welcher Region und welche Staatszugehörigkeit die sterbenden und leidenden Menschen haben. Wir sind verpflichtet, für alle uns einzusetzen und dafür einzutreten, dass Frieden im Gazastreifen herrscht. Und an dieser Stelle, weil man uns... Ja, stellt euch mal vor, wir hätten Lafontaine jetzt als Kanzler oder als Außenministerin. Außenministerin, sage ich schon. Aber was die Bundesregierung da angesichts des israelischen wärmlichen Gestalt abgibt, also das ist unfassbar. Also hier haben wir noch einen Politiker, der
der Klartext sprechen kann. Aber solche Leute, die kommen natürlich nicht an Machtpositionen, die werden dann aus ihren Parteien rausgedrängt. Immer wieder Affinität zur AfD andichten will. Und eine Sache, also selbst wenn ihr euch in Konflikten auf eine Seite schlagt, wovon ich eher abrate, also versucht euch mit Konflikten, wenn ihr euch damit nicht so genau beschäftigt habt, nicht emotional involvieren zu lassen, sondern schaut einfach darauf, was sind die Interessen der beiden Seiten und wie kann man das möglichst friedfertig zu einem Ausgleich bringen. Und schlagt euch da nicht auf eine Seite. Also wichtig ist es, dass keine Menschen mehr sterben und nicht, dass irgendwer gewinnt, was sowieso eine absurde Idee ist. Also wie sähe denn ein israelischer Sieg aus im Nahen Osten, also in Gaza? Kann mir das irgendjemand beantworten? Also wenn ich mir die Reden der israelischen Regierung ansehe, wie sähe das aus? Also ein palästinensischer Sieg ist sowieso auch ausgeschlossen, also in jedweder Hinsicht. Selbst wenn sich der Krieg ausweiten würde und Israel unter Druck geriete, ist Israel eine Atommacht. Also eine Atommacht darf man nie in die Lage bringen, dass sie keinen gesichtswahrenden Rückzug antreten kann. Allein deswegen ist dann nur ein Kompromissfrieden möglich. Eine weitere Bemerkung. Die AfD steht wie keine andere Partei an der Seite Israels, auch jetzt in diesem Krieg gegen Gaza. Es gibt kein kritisches Wort gegenüber der israelischen Armee. Ich halte diese Position für völlig unhaltbar. Für mich ist das, was im Gaza-Streifen geschieht, ein Kriegsverbrechen, das wir anklagen müssen, ohne jede Einschränkung. Und natürlich verurteilen wir auch das Sterben der Ukraine. Wir kennen die Vorgeschichte. Wir wissen, dass die offizielle westliche Erzählung grundfalsch ist. Wir wissen, was der NATO-Generalsekretär eines Tages mal ausgeplaudert hat, dass dieser Krieg viel früher begann, 2014 begann und nicht erst 2022. Das wissen wir alles. Und auch hier gilt, das Leben jedes Menschen, der bedroht ist, das soll uns eben anrühren. Das Leben jedes Menschen, der leidet, das soll uns anrühren. Und so sollen wir auch unsere Politik formulieren. Und deshalb ist es notwendig, dass unsere Forderung übernommen wird von anderen. Ich verstehe gar nicht, wie man sie nicht übernehmen kann. Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand und wir sollten dann anbieten, nicht mehr Waffen zu liefern, um diesen Krieg weiter zu befeuern. Aber es gibt nur etwas anderes, was viel zu wenig in Erinnerung gerufen wird. Wenn man Schuld empfindet angesichts der Ermordung von 6 Millionen Juden, dann muss man doch auch Schuld empfinden angesichts der Ermordung von 27 Millionen Sowjetbürgern. Und wer... Und so wie es angesichts unserer Geschichte nicht vertretbar wäre, niemals vertretbar wäre, wieder Waffen zu liefern, mit denen Juden ermordet werden können, genauso verwerflich ist es, Waffen zu liefern, mit denen wieder Russen ermordet werden können. Wo sind wir eigentlich, dass das in Deutschland nicht eingesehen wird? Im Übrigen, im Hinblick auf Europa will ich nur darauf hinweisen, dass die europäische Kultur ohne die russischen Künstlerinnen und Künstler nicht vorstellbar wäre. Ich will darauf hinweisen, dass Russland ein europäisches Land ist, dass Moskau eine europäische Stadt ist. Und dass ich deswegen dankbar war, dass Justus Franz hier zu uns gesprochen hat, es sollte doch wirklich nicht erlaubt sein, dass man den Auftritt von russischen Künstlern hier bei uns verbietet. Das ist doch alles unmöglich, was mir derzeit geschieht. Es ist auch erstaunlich, dass diese akademischen Sanktionen von einigen Ländern, beispielsweise in Ostasien, die sich an den Wirtschaftssanktionen beteiligen, nicht mitgemacht werden. Weil dort eben gesehen wird, was für ein Irrsinn
für Wissenschaftler und Künstler von den eigenen Universitäten auszuschließen beispielsweise. Also weil dort gesehen wird, dass kultureller Austausch selbst in Kriegszeiten wichtig ist. Es gab in meiner Jugend ein Plakat, das jetzt vor 100 Jahren geschaffen worden ist, das Plakat von Käthe Kollwitz. Vor 100 Jahren, 1924, ihr kennt es alle, ein junger Mann erhebt die Hand zum Schwur und sagt, nie wieder Krieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns alle versammelt hinter dieser Parole. Und noch in den 80er Jahren war das die Meinung der großen Mehrheit der Deutschen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass in Deutschland wieder diese Parole zum Leitmotiv unserer Gesellschaft wird, zur deutschen Leitkultur. Nie wieder Krieg. Ja. Der das gerade zu Gaza im Chat geschrieben hat. Du schreibst gerade, wie ein israelischer Sieg aussähe. Was soll denn da mit den Menschen passieren, die in Gaza gerade leben? Was waren wir so stolz, dass ein Kanzler, der für den Frieden eingetreten ist in Deutschland, sagen konnte, er sei stolz darauf, dass Deutschland wieder mit Frieden verbunden würde in der Welt, wenn darüber geredet wird. Und wie stolz wäre ich, wenn wir eines Tages wieder einen Kanzler hätten, dem der Friedensnobelpreis überreicht würde. Und wie sehr bedauern wir alle, dass wir heute einen Kanzler haben, der für Krieg und Aufrüstung eintritt. Nein, wir brauchen einen Kanzler, der sich dieser Parole wieder anschließt. Nie wieder Krieg, und der sich einsetzt für Frieden und Abrüstung und jetzt für Verhandlungen und Diplomatie, statt neue Waffen an die Ukraine zu liefern. Also das, was Lafontaine davor gesagt hat, stellt euch mal vor, Scholz hätte das in der Neujahrsansprache gesagt. Also stellt euch das nicht vor, also bei Scholz kann ich mir sowas nicht vorstellen, dass ich Worte finden würde. Aber stellt euch mal vor, wir hätten einen Kanzler, der so eine Neujahrsansprache gehalten hätte, der einen außenpolitischen Kurswechsel verkündet hätte. Also, aber so ist es leider, also muss man leider sagen, so gut die Rede hier gerade ist, also so ernst die Themen sind, die hier behandelt werden, es ist leider nur eine Parteitagsrede. Also solange BSW nicht in deutlicher Stärke im Parlament kommt, solange sich der Diskurs in diesem Land nicht deutlich ändert, werden diese Reden leider konsequenzenlos bleiben. Und was ist das für eine unglaubliche Leichtfertigkeit dieser neuen Generäle? Merz, Hofreiter, Strack-Zimmermann, Roth, habe ich irgendeinen vergessen, die jetzt dafür plädieren, Raketen zu liefern, mit denen Moskau erreicht werden kann. Was für eine Geschichtsvergessenheit. Wo sind wir eigentlich hingeraten? Und wie lange glauben die eigentlich leichtfertig, die Interessen anderer vernachlässigen zu können? Und warum haben die noch nicht bemerkt, dass die USA sehr wohl wissen, warum sie diese Raketen nicht liefern? Und wieso glauben wir, bei uns diese Tölpel, muss ich ja sagen, wieso glauben die, sie könnten so einfach schwadronieren, wir müssten jetzt auch noch diese Raketen liefern? Und deshalb sind wir in einer besonderen Situation. Und deshalb haben wir eine solch große Aufgabe, wenn morgen Wahlen wären und wenn es so käme, dass Friedrich Merz dann die Regierung bilden würde, der wäre ja in der Frage des Krieges und der Aufrüstung, der Waffenlieferung noch schlimmer. Das ist ja kaum vorstellbar. Und ja, es ist so ein ernstes Thema. Es schlägt schon hier aufs Gemüt, wenn man sich das anhört. Aber gerade schreibt einer im Chat, die muslimischen Länder wollen die nicht nun. Ihr könnt euch ja mal angucken, wie viele Palästinenser schon von den muslimischen Ländern aufgenommen wurden, wie viele Palästinenser Israel schon vertrieben hat. Also 60% der jordanischen Bevölkerung bestehen aus Palästinensern. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Mehr als die Hälfte der jordanischen Bevölkerung sind keine Jordanier. Also in der israelischen Rechten existiert ja auch der Slogan Palestine is Jordan. Also die Palästinenser, die aus dem Westjordanland sind, also die haben ja eigentlich schon einen eigenen Staat, Jordanien. Wieso vertreiben wir die nicht? Die jordanische Regierung reagierte mit der Androhung, es wäre ein Kriegsgrund, wenn Israel auf die Idee kommen sollte, die Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben.
Also das ist die Situation dort. Und die jordanische Regierung, die ist sehr, sehr pro-westlich eingestellt. Also das ist ja eine alte Monarchie, die noch von den Briten damals eingerichtet wurde, die sich bis heute gehalten hat. Aber selbst da wird man ziemlich aggressiv darauf reagieren, sollte Israel wirklich versuchen, die Palästinenser dort über die Grenze zu treiben. Deshalb haben wir tatsächlich eine große Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese große Aufgabe will ich eben neben diesem Eintreten für die Menschenwürde, neben diesem Eintreten für bessere Löhne, bessere Renten, bessere soziale Leistungen auch formulieren mit der Formel des Mannes, der mein politischer Ziehvater war und von dem ich mir wünschen würde, er könnte heute wieder da sein und eben auch diese Partei, die er einst geleitet hat, auf einen anderen Kurs bringen. Und diese Formel heißt eben, die Lehre unserer Geschichte aus zwei Weltkriegen ist doch ganz einfach. Von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Und dieser Formel fühlen wir uns verpflichtet. Wurde auch leider 1999 und 2001 von SPD und Grünen verraten. Also seitdem geht ja von deutschem Boden wieder gehen ja von deutschem Boden wieder regelmäßig Kriege aus. Also, gute Rede von Oskar Lafontaine. Unsere Bundesregierung steuert uns immer weiter in immer mehr Konflikte rein. Also jetzt provoziert man da gerade noch durch das Schicken der einer deutschen Fregatte vor die Küste des Jemens noch die Houthi-Milizen, um in einen weiteren völlig überflüssigen Krieg reingezogen zu werden. Man liefert Waffen an Israel, man liefert Waffen an die Ukraine und alle Verbrechen, die pro-westliche Regierungen begehen, werden rückhaltlos gedeckt. Wirklich gute Rede von Oskar Lafontaine, der das alles aufgezeigt hat. Wir können nur hoffen, dass das BSW sich ein Beispiel an, ja, daran nimmt und nicht ähnlich wie die Linkspartei einknickt. Aber angesichts davon, dass solche Kandidaten wie Michael Lüders hier aufgestellt wurden, angesichts dessen, dass jemand wie Oskar Lafontaine hier so eine wunderbare Rede halten konnte, gehe ich mal davon aus, dass das BSW in der friedenspolitischen Frage absolut stabil bleiben wird. So.